Hallo und herzlich willkommen zu den Dulli TV News. In dieser Woche ist so einiges passiert und wir sagen euch, was ihr verpasst habt. Sega und Sonic-Fans aufgepasst. Denn Sega und Paramount Pictures basteln an einem Film und dieser Film soll am 15. November 2019 rauskommen. Und ja, Mario kommt ja auch in die Kinos. Da sind wir sehr gespannt, welcher von den beiden Filmen wohl der bessere wird. Ihr steht auf Städtebau und spielt City Skylines auf der Xbox One, dann freut euch, denn am 20. Februar gab es ein kostenloses Update und in dem Update waren ein paar Mods drin. Die gehören auf dem PC ja normalerweise immer dazu. Wenn ihr auf dem PC spielt, modden ist da euer Ding. Aber auf der Konsole habt ihr ja nicht die Möglichkeit. Deshalb freut euch, kostenloses Updates, ein paar Mods abstauben. Und nicht vergessen, am 6. März gibt es auch einen neuen DLC für die Season Pass Besitzer. Geilo Schmeilo. Städtebau ist nicht ganz euer Ding, ihr steht mir auf Geballer, dann freut euch, denn für Rainbow Six Siege wurde die Season 3 angekündigt und damit auch ein Update. Unter anderem ein neuer Modus namens Outbreak, dort könnt ihr jetzt gegen Aliens kämpfen. Geil? Haut's mal in die Comments, ob ihr Bock drauf habt. News zu Fortnite hört man noch immer gerne. Season 2 ist fast zu Ende, das heißt Season 3 kommt auf uns zu und das heißt, es gibt neue Outfits für Battle Pass Besitzer. Im Hintergrund seht ihr schon einen Astronauten, der bringt zwar gar nichts, sieht nur gut aus, aber wer einen Battle Pass hat, kann sich freuen. Und jetzt eine News, die mich richtig weggehauen hat. Ein neuer DLC für Rocket League und nicht irgendeiner, ihr seht schon im Hintergrund, ein Batmobile-DLC. Das heißt, ihr könnt den Tumbler fahren. Das mit Abstand beste Batmobile, das jemals erfunden wurde. Geil, geil, geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Ein anderes Batmobile ist auch noch dabei, ihr seht es gerade im Hintergrund. Der Tumbler, ich verstecke ihn. Da, man sieht ihn. Er ist einfach der Geilste. Jeder muss einen Tumbler haben. Dazu sind auch noch ein paar andere Skins für altbekannte Autos wie den Octane, unter anderem Flash. Und das waren sie auch schon, die Dulli TV News aus dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, lasst ein Like und Comment da. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal in den Monster Hunter World Let's Play rein. In der letzten Folge haben wir hier so ein, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Paolomo? Den habe ich weggehauen. Das war sehr geil, ein epischer Fight. Da könnt ihr mal reinschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao.